Lebt lang und in Frieden. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Star Trek Infinite. Wir haben beim letzten Mal die Grundprinzipien des Spiels gemeinsam kennengelernt und versucht, mit den Betazoiden hier bei Beta Zeta hier Kontakt aufzunehmen. Leider haben wir es nicht geschafft, uns einen Nicht-Angriffspakt... Oh, oder vielleicht schaffen wir das sogar noch, einen Nicht-Angriffspakt jetzt hier mit den Klingonen zu holen. Die hatten bis jetzt kein Interesse daran, aber das hat sich verändert. Versuchen wir es nochmal, ne? Dann haben wir zumindest schon mal einen direkten potenziellen Gegner weniger. Was anders ist als bei Stellaris ist, wir können uns frei bewegen. Das ist definitiv aus meiner Sicht eine sehr, sehr krasse Sache. Es hat geklappt. Talk. Money house. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich will mal eine Sache gerade eben nochmal machen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel, obwohl ich schon einiges runtergestellt habe, sehr laut ist. So. Daggers talk. Money howls. Vielleicht können wir später auch noch einen Wirtschaftspakt machen. Wir brauchen dafür aber erstmal bessere Beziehungen. Die gehen jetzt auch so langsam aber sicher nach oben, aber noch haben wir das nicht so weit. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus, hier in diesem Tollvorsystem? Da sind wir, aber auch, ihr seht, ein anderes Schiff hier gerade eben am Start. Vielleicht können wir uns das hier noch holen. We will do our best to understand you. Schutzabkommen schließen, aber sicher doch. Wir haben also jetzt schon die nächste Stufe der Beziehungen mit den Betazoiden jetzt hier freigeschaltet. Und unsere Beziehungen werden wohl höchstwahrscheinlich noch weiter wachsen. Plus 8 pro Monat, wie wir gerade eben jetzt hier machen. Ich hoffe tatsächlich, dass die sich früher oder später uns anschließen werden. Integrationsprozess beginnen hier, ne? Aber das geht momentan natürlich noch nicht. Das muss erstmal angenommen werden. Also ist bei weitem noch nicht möglich. Da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. A new tradition to teach us more about ourselves. We will do our best to understand you. Oh! Und schon haben sie es wieder gebrochen. Schade. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Ne? Wir können jetzt hier in unseren Traditionen zum ersten Mal loslegen. Und da gibt es jetzt hier erstmal den Fortschritt. Ein neugieriger Verstand erforscht das Unbekannte, aber ein gutes Herz tut es friedlich. Diese Werte stellen sicher, dass die Zukunft der Föderation auf Innovation und Harmonie fußt. Da können wir zum Beispiel jetzt hier Pioniere machen. Ne? Ihr seht, es gibt mehr Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner, reduzierte Baukosten für Kolonisatoren. Dann wiederum Baukostenreduktion für Konstruktionsschiffe und Forschungsschiffe. Dann haben wir hier noch Unterlichtgeschwindigkeit und Ausweichen für Schiffe erhöhen, wenn wir da weitermachen. Oder Gouverneure stellen 10 Einigkeit und 10% Handelswertproduktion auf den Planeten zur Verfügung, auf denen sie Missionen durchführen. By the way, wir können auch besondere Einstellungen noch vornehmen, auf die werde ich nachher noch eingehen. Bloß wir machen noch zu wenig Ressourcen, als dass wir davon wirklich profitieren könnten. Hauptweltgebäude auf Nicht-Heimatweltkolonien bieten noch mehr Verwaltungslimit, also das da, ne, Verwaltungslimit, das brauchen wir auch. Und Demokratie bringt uns noch mehr Ressourcen aus Jobs. Wir könnten natürlich jetzt aber auch uns überlegen, ob wir auf die Forschung gehen. Alle Wissenschaftler gewinnen zusätzlich plus eine Eigenschaft. Sozialstudien, maximale Fähigkeitsstufe Spion erhöht die Geschwindigkeitsbonus für Spionageoperationen. Entdeckungschance Anomalien plus 15%. Forschungsgeschwindigkeit wird erhöht. Dann haben wir hier noch die unerschrockenes Erkunden. Das Erkunden eines bewohnbaren Planeten verleiht einen Forschungsfaktor von mal 3. Ich weiß nicht, ob das viel ist, ne? Also das kann ich gerade eben einfach nicht absolut sicherstellen. Erkundet bewohnbare Planeten werden schneller kolonisiert. Bonus Erfahrungspunkte für das Erkunden von himmlischen Objekten. Und Wissenschaftler Stufe plus 2. Also ich denke auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich eher dann schon auf die Forschung gehen werden und weniger auf die Entwicklung. Ne? Ihr seht, es reduziert die Baukosten, Planetar, Kolonie, Besiedlungstempo, Baudauer, Blocker werden reduziert, Einflusskosten, Sternbasen reduziert, Baukosten, Schiffe reduziert. Da kommt mir ehrlich gesagt so die Forschung ein bisschen sinnvoller vor. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier die Tradition des Fortschritts an. Das sorgt dafür, dass wir auf der Hauptwelt, wenn wir es noch abschließen, noch mehr Stabilität gewinnen. Und wir bekommen dann später natürlich auch noch hier Aufstiegsvorteile, die wir noch gar nicht einsehen können. Tradition accepted. So, also wir sind nun fortschrittlich an der Stelle der Zukunft zugewandt. Jetzt gucken wir mal, was wir auf unserer Heimatwelt noch bauen können. Beziehungsweise es gibt ja noch andere Welten.
Wie weit sind eigentlich jetzt hier die Wachstumsmöglichkeiten? Hier haben wir eine wachsende Spezies, Mensch auf Vulkan. Andorianer wachsen gerade eben auf Teller. Also ihr seht, wir sind eine wilde Mischung, ey. Das ist eine wilde Promenadenmischung, die hier bei uns am Start ist. Also es gibt eigentlich überall nur noch weitgehend einen einzigen Job. Die Frage ist, was wollen wir machen? Wir wollen natürlich im Idealfall alles Mögliche jetzt erstmal bekommen. Ich denke, dass wir hier... Warte mal, gibt es irgendwie einen Planeten... Andoria ist super geeignet für Energy Credits. Vulkan ist eher was für tatsächlich für einen Bauern. Und Tella Prime ist eher was für Industrie. Die Erde ist so ein ausgeglichenes Ding. Ich würde mal tatsächlich jetzt hier einen weiteren Industriedistrikt an den Start bringen. Auf der Erde könnten wir ja erstmal wieder sparen. Das ist halt so das Ding, ne? Wir machen einfach noch sehr, sehr wenig Ressourcen. Wir machen sehr wenig Ressourcen. Wir müssen abwarten. Warum habt ihr das Abkommen gebrochen? Ich mache jetzt wieder Unabhängigkeit garantieren. Okay, wir haben das Sternsystem jetzt hier untersucht. Das finde ich gut. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt hergehen und es beanspruchen? Ich fliege auf jeden Fall schon mal dahin. Also uns fehlt noch Einfluss, wie wir sehen können. Das schränkt jetzt hier unsere Möglichkeiten ein bisschen ein. Es gibt hier, glaube ich, sonst nichts mehr, was wir hier tun könnten. Aber ich könnte zum Beispiel hier hinfliegen und das System erkunden. Ich muss ehrlich gesagt noch sagen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dieser Charakterklasse hier halten soll. Das werden wir hoffentlich alles noch mit der Zeit erfahren. So, was kostet mich das nochmal, wenn ich das jetzt hier machen möchte? Noch 20 weitere, also so 86 Einfluss wird uns das kosten. Ja gut, wir werden es uns sichern. Dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine direkte Grenze dann mit Bajor. Vielleicht ist das ja gut für uns und für sie. Wir werden sehen. Wir machen jetzt auch schon mehr Energy Credits, was ich ganz, ganz gut finde. Welche Jobs haben wir denn dafür aufgegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die haben wir die Büroangestellten. Ich glaube, wir haben Büroangestellte dadurch jetzt hier gerade eben ein bisschen aufgegeben. Wie sieht es hier aus? Nahrung machen wir eigentlich noch ganz, ganz gut. Macht irgendjemand... Ja, auf der Erde könnten wir noch mal ein bisschen mehr Mineralien machen. Ich versuche mal mein Glück. Weil auf Tella, wir wissen, die sind nicht besonders gut geeignet für körperliche Arbeiten. Deswegen will ich das denen eigentlich nicht zumuten. Dann gucken wir mal gerade eben noch mal in unsere... wo ist es denn? Wo ist es denn? Nicht Planetenverwaltung, Markt, Kontakte, Missionsprotokoll... Ach, hier Erlasse und Richtlinien. Genau, wir können nämlich ein weiteres Edikt machen. Anspruch auf neue Generation. Verfügbare Gesandte wird erhöht, monatliche Forschung wird erhöht. Allerdings wird der Unterhalt für Anführer auch erhöht. Was kosten eigentlich unsere Anführer? Die kosten uns einfach Energy Credits. Okay. Dann kosten die uns doppelt so viel. Aber wir machen immer noch genug. Weswegen mich das eigentlich jetzt nicht so sehr stören würde. Wir könnten auch noch hier die Extra-Rationen machen, dann bekommen wir mehr Offiziere. Offiziere brauchen wir auch irgendwie fürs Kämpfen, habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie es geht. Dann können wir hier noch die Xeno-Forschungsprogramme starten. Baukosten für Forschungsschiffe, monatliche Forschung plus 10. Also pauschal plus 10. Aber 10% mehr wäre jetzt schon besser. Vorgefertigte Massivteile, Sternenbasen können schneller errichtet werden. Nee, also ich mache jetzt hier mal Anbruch einer neuen Generation. Edict issued across the Federation. Next Generation und so weiter und so fort. Jetzt haben wir schon zwei Edikte jetzt hier am Laufen. Und ihr seht, so schlimm war das jetzt nicht. Der Einbruch war jetzt hier nicht so krass, aber wir machen jetzt hier 143 Forschung. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz nice. So, wie sieht's aus mit den Klingonen? Money howls. Wirtschaftspakt ist nicht möglich, erfordert immer noch positive Beziehungen, also sie sind immer noch nur empfänglich für uns. Aber warte mal, wir haben doch jetzt einen weiteren, genau. Jetzt werde ich die Beziehungen nämlich mit den Klingonen verbessern und dann bekomme ich mit denen nämlich jetzt auch einen Deal.
Das hat geklappt. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Okay, unsere Präsidentin T'Prak hat jetzt hier eine neue Stufe erreicht. Nice. Es ist leider nicht so wie in Stellaris, dass wir jetzt hier frei irgendwelche Skills wählen können. Das ist leider nicht drin. Okay, das war schon durch. Gut, 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 gut. Was haben wir denn da? Da ist ein Klasse-M-Planet. Ehrlich gesagt ist das sogar noch spannender. Weil wir den kolonisieren könnten. Ich speede sofort darüber. Wir werden uns das sofort holen hier, bevor sich das hier irgendwie die Romulaner holen. Und dann kannst du jetzt hier noch das System erkunden. Na, also die erforschen das jetzt hier gerade eben erst noch. Wir werden jetzt hier eine Sternbasis bauen. Ach, das ist Wolf 359. Oh. Explosionsartiger Anstieg. Unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung der Langstrecken-Warp-Fähigkeiten der Zivilisation der Betasoiden sind abgeschlossen. Strahlungsstöße deuten auf mehrere starke, aber kontrollierte Explosionen hin, die dort, also bei den Betasoiden, mehrere Regionen kurz erleuchtet haben und dann wieder in der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung verschwanden. Die Testobjekte bewegten sich mit einem Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit und beschleunigten und bremsten immer wieder. Obwohl bereits Fortschritte gemacht wurden, bleiben die Zusammenführung der Datenpunkte zu einem greifbaren neuen Technologie bislang reine Spekulation. Die Zivilisation der Betasoiden meldet, dass weiterhin die größten Denker der Galaxie gesucht werden, um die Entwicklung ihrer Warp-Fähigkeiten in die Zukunft zu führen. So, es wurden zusätzliche Experimente benötigt. Wir wünschen den Physikern und der Zivilisation der Betasoiden viel Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen. Wir haben auf jeden Fall plus 100 Meinungen dadurch generiert. Das ist fantastisch. We will do our best to understand you. Okay, jetzt sind wir halt hier ganz oben. Also ich schlage jetzt mal den Integrationsprozess vor in die Föderation. Dann haben sie auf jeden Fall auch Warp. Wir bitten darum, mit dem Integrationsprozess zur Eingliederung der Zivilisation der Betasoiden zu beginnen. Wenn sie akzeptieren, können wir Diplomatieaktionen im Integrationsprozess starten. Permanent eingegliederte Zivilisationen werden Teil unserer eigenen. Wir erhalten außerdem ihr einzigartiges Staatselement, das einem diplomatischen Sieg uns näher bringt. Was ist denn ihr einzigartiges Staatselement? Matriarchen der... Okay, ich weiß es nicht. Also sie sind auf jeden Fall Stadterbauer... und monatliche Mineralien. Ich bin gespannt, was das ist, denn für mich ist es auch noch neu. Also, wir schlagen das vor. Aber voll gibt es hier noch was bei Kitomer. Unsere Geheimagenten haben ihre Untersuchungen des Kitomer-Massakers abgeschlossen. Die planetare Verteidigungssysteme der Kolonie wurden nur wenige Momente vor den verheerenden Orbitalbombardierungen abgeschaltet. Also, es wurde wohl offensichtlich sabotiert. Da viele Zeugen getötet wurden, haben wir keine Informationen aus erster Hand über den Vorfall. Unsere Agenten haben allerdings die Logbucheinträge des Anführers der Kitomer-Außenposten gefunden. Sie deuten auf eine Beteiligung des Hauses des Mok hin. Also ist das ein Insider-Job? Unsere Spione sind zurückgekehrt und bereiten einen Bericht für das Klingonische Reich vor. Ich könnte jetzt hier theoretisch die Logbücher zerstören. Dann erhalte ich Geheimdienstinformationen über die Klingonen oder ich kann Meinung der Klingonen bekommen und noch mehr Forschung. Ey, ganz im Ernst, ich werde natürlich Ihnen diese Informationen zukommen lassen. Oh, und Sie haben zugestimmt. We will do our best to understand you. Wir akzeptieren, bitten wir darum, mit dem Integrationsprozess zur Eingliederung der Zivilisation der Betasoiden zu beginnen. Wenn sie akzeptieren, können wir die Diplomatieaktion Integrationsprozess starten. Ja, das haben wir getan. We will do our best to understand you. Integrationsprozess beginnen. Und jetzt muss ich da einen Gesandten zuweisen. Dann nehme ich jetzt natürlich die ohnehin schon bei den Betasoiden ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Ehrlich gesagt. Construction finished on schedule. Ich hoffe nur, dass es klappt. Dann weiten wir nämlich unseren Einflussbereich natürlich aus. So, die Konstruktion ist jetzt hier fertig und wir sehen jetzt hier, das hier ist, also wir können halt so nah ranzoomen, ne? Hier die Starbase G4 haben wir jetzt hier am Start. Die hat natürlich auch Module und wir könnten das Ding hier natürlich auch verbessern.
Die Sache ist jetzt halt bloß die, ne, ich weiß noch nicht, wie Kriegsführung hier letzten Endes funktioniert. Also ich sehe halt momentan noch nicht, ob ich jetzt hier irgendwie sinnvoll eine Militärbasis daraus machen soll. Jetzt hier so direkt an der Grenze zu den, ihr wisst schon wem. So oder so machen wir jetzt hier erstmal noch eine weitere Bergbaustation und wir haben hier einen Planeten. Wolf 3596 hat einen Planeten. Und den können wir jetzt natürlich theoretisch kolonisieren. Die Frage ist, mit wem? Im Grunde ist es völlig egal. Ich denke aber, dass ich erstmal die Menschen nehme. Oder warte mal, wir haben auch schon Betasoiden. Die machen Einigkeit des Jobs. Okay, das ist witzig. Nee, ich nehme die Menschen, weil die halt einfach besser sind bei sowas am Anfang. Die sind einfach diese Kolonisten. Also, Gott, wie nennen wir das Ding jetzt hier? Das ist jetzt natürlich nicht Erde, Andoria, Vulkan. Oder das ist einfach jetzt hier Wolf 359. Wir nennen es einfach Wolf 359. Damit wir auch wissen, was hier passieren wird. Die Fülle des Lebens in unserer Galaxie. Seit Zefran Cochrans experimentellem Warpflug und dem daraus resultierenden ersten Kontakt mit den Vulkaniern wissen wir, dass wir nicht allein im Universum sind. In den 3 Jahrhunderten, die seitdem vergangen sind, sind wir zahlreichen fühlenden und nicht fühlenden Wesen begegnet. Doch erst mit unseren neuesten, einhellendsten Entdeckungen konnten wir die Bedeutung dieser Fülle wirklich erfassen und daraus schließen, dass unsere Galaxie nicht lediglich für die Entstehung von Leben geeignet, sondern eine Wiege des Lebens ist. Kann ich nochmal 1700 Forschung bekommen oder einfach Energy Crystal? Ich nehme natürlich die Forschung. So, und warte mal, wir haben natürlich auch noch wieder eine weitere... Oh, Forschung ist abgeschlossen, das ist gut. Also wir können jetzt hier, wie ihr sehen könnt, bessere Antimaterie-Reaktoren machen. Aber wir können natürlich jetzt auch unsere Traditionen weiter fortführen. Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner, Baukosten für Kolonisatoren kann ich reduzieren. Ja, komm, wir machen das hier. Und an der Stelle möchte ich nochmal das hier abbrechen, die Schiffswerft. Wir brechen das hier nochmal ab, weil eigentlich müsste das jetzt hier theoretisch schneller gehen. Moment, hierhin. Mit der neuen Technik. Ah, nee, doch nicht. Egal, ich dachte, das hier wäre der Kolonisator, aber es ist nur ein Kolonieschiff. Okay, dann will ich an dieser Stelle eher Asche über mein Haupt streuen, dass ich das jetzt hier vertan habe. So, Ingenieursforschung muss getätigt werden. Wir könnten jetzt hier noch mehr Energieproduktion machen für die Schiffe. Das wäre natürlich jetzt auch ganz, ganz sinnvoll. Baukosten planetar, Mineralienaufbereitungsstätte. Nee, ich will meine Schiffe verbessern, ganz im Ernst. Wir haben auch gleich, wie ihr sehen könnt, die intergalaktische Kultur geforscht. Jede Sekunde ist es soweit. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal eine Subraumstörung. Unsere Überwachungssonden melden eine riesige Subraumstörung, die sich durch die neutrale Zone bewegt. Die Störung hat die beunruhigende Geschwindigkeit, was auf eine warpfähige Spezies hindeutet. Üblicherweise werden Subraumkommunikationen dieses Ausmaßes nur beobachtet, wenn Befehle zwischen großen Flotten von Raumschiffen übermittelt werden. Unsere Langstreckenscans können aber keine bekannten interstellaren Flotten in der Region entdecken. Wir könnten es beobachten. Oder wir könnten sagen, wir haben Leben auf der anderen Seite der Galaxie entdeckt. Der Beweis für die Existenz intelligenten Lebens jenseits des Alpha- und Beta-Quadranten revolutioniert unser Verständnis über den Kosmos. Oder das hier, wir werden unsere Bereitschaft in diesem diplomatischen, neutralen Sektor der Galaxie erhöhen und... Also ich kann jetzt entweder 3000 Einigkeit generieren oder 2000 Forschung. Ich nehme jetzt die Einigkeit. Es gibt also auch dort hinten Leben. Und schon kann ich hier weitermachen. Gouverneure stellen noch mehr Einigkeit und mehr Handelswert zur Verfügung oder Unterlichtgeschwindigkeit und Ausweichen für Schiffe. Nee, wir machen es so, dass wir mehr Verwaltungslimit erhöhen. So, das... Oh, und jetzt, wie gesagt, jetzt können wir noch kulturelle Festlichkeiten als Erlass machen und die Kulturstätte ist nun auch möglich. Neue Forschung, Föderationsunterkünfte wieder mal oder automatisierte Politik. Was? Automatisierte Politik? Was ist denn das, bitteschön? Befehlslimit Flotte. Finde ich ehrlich gesagt fast sogar spannender, dass ich eine größere Flotte haben kann. Maximale Fähigkeitsstufe für Gouverneure.
Das ist halt Staatskunst. Nee, also ich nehme jetzt hier, dass ich mehr Flotte haben kann. Weil, sind wir mal ehrlich, wir sind zwar friedliebend, aber wir wissen, dass die Welt da draußen gefährlich ist. Das ist uns absolut bewusst. Und ich bin am Überlegen, dass jetzt hier endlich mal einen Anführer reinbasteln. Feuerrate Schiffe mit Choleriker plus kühner Admiral oder Lauerjäger. Oh, wir machen das hier. Der Admiral John Zhang. Den werden wir... Achso, ja, ich habe nicht genügend Energie. Hä? Ich habe doch genügend Energie. Ich habe doch 2400 Energy Credits. Irgendetwas anderes scheint mir zu fehlen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann keinen Admiral gerade eben zuweisen. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal zwei Miranda-Klassen drin. Ich gehe jetzt hier mal auf 10. Das erhöht auf jeden Fall schon mal unsere Militärmacht gewaltig. Flotte verstärken kostet einiges, aber wir können es uns... Ach nee, das kostet pro Schiff. Oh, teuer. Hier ist unser Bauvorhaben jetzt abgeschlossen auf der Erde. Wir machen jetzt auch mehr Mineralien. Was haben wir denn eigentlich hier? Wir haben ein Forschungslabor hier, Sternenflottenakademie, planetare Verwaltung. Was macht die Sternenflottenakademie? Sternenflottenoffiziere produzieren Offiziere, erschaffen Verteidigungsarmeen und produzieren Verwaltungslimit. Okay. Ja, und Forschung macht Forschung. Jetzt bin ich halt echt an dem Ding, wo ich sagen möchte, ich möchte eigentlich mal einen Replikator machen. Weil ich so ein bisschen Angst habe, was die Nahrungsmittel angeht. Also wir machen jetzt auf der Erde einen Replikator. Wir haben das nächste System erkundet. Hier ist leider nicht so viel drin. Oh doch, Deuterium. Immerhin eins. Aber das müssen wir nachher erstmal für uns beanspruchen. Also ihr seht, es ist gar nicht so leicht, hier sehr viel zu beanspruchen. Flottenhaltung passiv. Sichere Route. Was haben wir da noch? Diverseste Anführer. Ja, das sind unsere Wissenschaftler, die, glaube ich, jetzt hier alle ein Level-Up haben. Genau. Das heißt, die sind alle jetzt nochmal ein bisschen effizienter in ihrem Tun und Handeln. Wie sieht's aus mit den Klingonen? Daggers talk. Money howls. Die sind jetzt bereit, mit uns einen Wirtschaftspakt zu schließen. Fangen wir mal mit Wirtschaft an. Da stimmen sie zu. Und da gibt es jetzt hier noch, ihre Wurzeln sind tief. Nach 5 Jahren sind die Primärwälder von Andoria fast gänzlich zerstört. An der rapide schwindenden Grenze der prähistorischen Waldgebiete von Andoria verschwinden immer wieder Ingenieursfahrzeuge. Einige wurden später in den Stämmen alter Bäume gefunden, so als wären sie von ihnen verschluckt worden. Die umliegenden Straßen werden ebenfalls immer wieder innerhalb kürzester Zeit wiederholt überwuchert und einige Arbeitslager wurden verwüstet. Verletzte hat es bisher jedoch noch nicht gegeben. Wir könnten jetzt sagen, erhalten wir den Wald. Das kostet uns ein bisschen Energie, bringt uns allerdings Einigkeit. Bringt Andoria den Modifikator Nervenwurzeln hinzugefügt, der folgende Auswirkungen hat. Die Forscher machen 50% hier. Ich muss Andoria zur Forschungswelt machen. Oder es einfach ignorieren. Bringt denselben Bonus, allerdings reduziert es die planetare Stabilität. Ja, gibt keinen Grund, warum ich das jetzt hier nicht so machen sollte. Also, Andor wird von uns jetzt hier verbessert. Wir machen auch ein Forschungsabkommen mit den Klingonen. Ich kann ja nicht mit allen das machen, ne? Aber ich will auf jeden Fall die Klingonen auf jeden Fall von meiner Seite wissen. Also wir wissen, dass Andor für uns wohl jetzt ein Ort werden wird, an dem wir forschen werden. Logbuch des Captains. Die Sternenflotte überträgt eine Reihe persönlicher Logbucheinträge an die gesamte Vereinigte Föderation der Planeten. Die Nachricht wurde als Botschaft höchstgalaktischen Ranges klassifiziert. Sie lautet wie folgt. Sternzeit 28920,15. Während wir zu einer weiteren fernen Mission in den Gamma-Quadranten aufbrechen, sehne ich mich mit großem Herzen nach meinem geliebten Typhus. Kein Tag vergeht, an dem nicht... Punkt, Punkt, Punkt. An dieser Stelle wird die Übertragung von der Sternflotte abgebrochen. Oh. Okay, warum? Wissen wir nicht. Es ist halt so.
So, also wie gesagt, wir werden jetzt hier Forschung machen. Die Vielfalt des Lebens. Der Wald der Evolution ist voller Bäume. Unsere jüngsten Studien neu entdeckter Lebensformen in unserem eigenen Bereich des Weltraums haben uns dazu bewogen, unsere früheren Theorien über die unglaubliche Vielfalt des Lebens im Universum zu reformieren. Kurz gefasst, es gibt kein Problem, das die Evolution nicht lösen kann. Selbst unter Ermangelung vieler Komponenten, die wir einst für die Entwicklung des Lebens für unabdingbar hielten. Allein durch die Erforschung dieser kleinen Teils unserer Galaxie ist offenkundig geworden, dass Leben überall entsteht, wo es im Entferntesten möglich ist, oftmals unter widrigsten Bedingungen. In der Vielfalt liegt die Stärke, oder wie gesagt, verblüffend. Natürlich liegt in der Vielfalt die Stärke, denn nur so schafft es Leben überhaupt zu überleben, indem es Vielfalt schafft. Das ist der einzige Grund, also Überspezialisierung führt früher oder später durch Veränderung zum Tod. Du kannst, sobald du überspezialisiert bist, dich nicht mehr anpassen. Bester Beispiele sind Panda, Eisbären und ganz viele Spezies, die ausgestorben sind. Ganz einfach. Generalismus, sich breit aufzustellen, ist das Geheimnis des Lebens. Aber jetzt warten wir immer noch darauf, dass... Da sprach jetzt gerade eben wieder der Biologe aus mir. So, Bauvorhaben abgeschlossen. Wir haben also jetzt hier den Replikator geschaffen. Wir machen dadurch jetzt hier auch ein bisschen mehr Ressourcen. Müssen halt auch Leute jetzt hier arbeiten. Ne? Wir haben jetzt hier drei Jobs letztendlich frei, wie wir jetzt hier sehen können. Ein Bergbauarbeiter ist noch frei und ein Büroangestellter. Und irgendwo muss noch was anderes frei sein. Das sehe ich jetzt aber gerade eben noch nicht so hundertprozentig. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt hier in Jobs reingehen. Ja, also hier ist, auf jeden Fall sind hier drei Jobs frei. Die Darstellung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, das patchen sie noch ein bisschen nach. So, Dele. Anomaly reported. Unser Kolonieschiff ist angekommen. Oh, wir haben eine Anomalie. Wo haben wir eine Anomalie? Wir haben eine Anomalie. Das ist doch schon mal interessant. Erforschen. Okay, anscheinend gibt es doch keine Anomalie hier. Keine, von der ich wüsste. Aber egal, wir können natürlich noch weiter rumforschen. Ne? Wir gehen jetzt nochmal hier hin. System erkunden. Hier bei den Klingonen. Oh! Mein Schiff ist im Einsatz vermisst. Das durfte da nicht hin. Okay. Mission log updated. Nachwirkungen. Eine feindliche Struktur hat die USS Walters in dem System Urvadi angegriffen. Obwohl das Schiff schwer beschädigt wurde, konnte es knapp entkommen. Laut ersten Berichten wurde der Feind durch das mutige Einschränken der Crew ausgeschaltet oder zerstört. Unsere Langstreckenscans zeigen, dass sich das Wrack der Struktur wahrscheinlich noch immer in diesem System, also Urvadi, befindet. Wir sollten Überreste ausfindig machen und auswerten, während die Überlebenden befragt werden. Wo ist dieses Urvadi? Okay. Das hilft mir jetzt gerade eben nicht weiter. Unroth? Ich kenne dieses System gar nicht. Das kann überall sein. Und jetzt habe ich dummerweise mein Schiff verloren. Also es ist nicht verloren. Es ist einfach gerade eben jetzt erstmal im Einsatz vermisst, ne? Wir haben noch ein Spionageschiff. Kann das hier auch Systeme aufdecken? Ich sage aber mal, dass die jetzt hier auch mal die Systeme noch aufdecken sollen, um mal zu gucken. We will do our best to understand you. Ich frage mich gerade immer noch, wie lange das jetzt hier dauert. Ach, hier oben sehen wir es. Da sehen wir die Integration. Da sehen wir auch quasi, dass Ideologie, Technologie und Stabilität eine Rolle spielt. Eingliederungsähnlichkeit. Ja, also wir haben dadurch halt netto plus 1. Das ist besser als nix, sage ich jetzt mal. Oh, und wir haben jetzt hier die ersten Arbeitslosen. Wir sollten hier mal was ändern auf Vulkan. Ja, Vulkan. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier auch mal einen Replikator an den Start bringen, ne? Das bringt einfach mal von allem ein bisschen was. Genauso auch wie in Teller Prime. Wobei, in den Teller Prime wollten wir eigentlich... Forschung machen. Ich kaufe jetzt mal
ein bisschen Mineralien, damit ich hier direkt... Wo haben wir es denn? Ein Forschungslabor hier errichten kann. Weil wie gesagt, die haben ja einfach einen Faktor von plus 50%. So, die Tradition weiter fortführen. Ressourcen aus Jobs ist natürlich mega gut. Ich mache auf jeden Fall erstmal Ressourcen aus Jobs. Das dürfte uns insgesamt weiterhelfen. So, neuronales Wurzelwerk geht weiter. In den Wurzelsystemen der Primärwälder von Andorra wurden komplexe elektrische Signale gemessen. Auch wenn viele dieser denkenden Bäume bereits vor der Entdeckung gefällt worden waren, wurden die weitere Zerstörung schnell durch eine neue Gesetzgebung unterbunden. Die Bewohner von Andorra vermeiden Gefühle von tiefer Ruhe und Zufriedenheit bei ihren nun als planetare Spaziergänge designierte Erkundungen der verbleibenden Primärwälder. Es gab weitere Vorfälle von verschollenen Fahrzeugen. Es gab keine weiteren Vorfälle von verschollenen Fahrzeugen oder beschädigten Holzfällerausrüstungen. Das ist doch schon mal gut. Das hat uns jetzt hier nochmal 1500 Einigkeit eingebracht. Das ist ein guter Anfang. Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin. Ein lautloser Alarm wurde auf Sol ausgelöst. Ja, da werden wir beim nächsten Mal mal gucken, was das für uns bedeutet. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und lebt lang und in Frieden.